Moin, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo hier zum Landwirtschaftssimulator 25, dem Farming Simulator 25. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute, ach, ich weiß auch nicht. Also heute werdet ihr, glaube ich, euch alle hinsetzen müssen, bevor ihr euch das Video anschaut. Ihr werdet aus den Latschen fallen, denn ich habe für euch exklusives Gameplay-Material von der FarmCon. Es gibt ja den einen oder anderen, der es einfach nicht schafft, zur FarmCon zu kommen, zu gehen, zu fahren, zu fliegen. Wer weiß, ich kenne auch so ein paar, die werden auch bestimmt dahin fliegen, weil sie von ganz weit weg kommen. Ich selber werde das auch nicht schaffen. Ist aber nicht weiter schlimm, denn Giant Software hat uns, mir, Videomaterial, Gameplay-Material und Infos von der FarmCon zukommen lassen. Die FarmCon startet ja jetzt am kommenden Wochenende, und das ist so ein Vorab-Stream. Der ist auch bei Giant Software auf dem YouTube-Kanal online, aber natürlich auch hier bei mir, der euch einfach zeigen soll, was wird auf der FarmCon überhaupt alles gezeigt. Wobei ich jetzt ein bisschen von der FarmCon weggehe, weil ich möchte euch natürlich den LS25 zeigen. Auf der FarmCon wird ja auch noch ein bisschen was mit Fendt und so gemacht. Hier geht es jetzt eigentlich alleinzig und allein darum, es ist zwar noch nicht fertiges Material, aber wir haben hier für euch das erste Gameplay-Material aus dem Landwirtschaftssimulator 25. Original, kein CGI-Trailer, nicht gefälscht, was weiß ich alles. Es ist absolut real, meine Freunde. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr wisst, wie es geht. Lasst den Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal rein in das, was uns hier erwartet. Falls ihr euch den Landwirtschaftssimulator 25 bereits jetzt schon vorbestellen wollt, dann wisst ihr sicherlich, wie das geht. Der Unterstützercode vom Giants Partnerprogramm Goldstatus, nochmal Dankeschön dafür, findet ihr in der Videobeschreibung sowie auch weitere Infos, und oben rechts ist auch die Verlinkung zum letzten Video. 12. November geht's los. Und damit ich euch da jetzt nicht weiter auf die Folter spanne, ich habe ein paar Ausschnitte für euch. Es geht einerseits einmal um die neuen Wettereigenschaften. Nebel, Wolken und die Performance. Dann habe ich Gameplay-Material für euch, und wir haben schon kleine Map-Präsentationen, sowie auch Sounds. Der Shop wird gezeigt. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich habe nur einmal ganz kurz in das allererste Gameplay reingeguckt. Also für mich ist das eigentlich auch jetzt zum ersten Mal. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal rein, und zwar in den Nebel. Das ist also jetzt die, ihr seht hier so unten links, FarmCon 24, exklusiv, Preview, Work in Progress, Footage not final. Also das ist nicht das fertige Spiel. Hier und da gibt es vielleicht noch ein paar Fehler, hier und da gibt es auch noch Verbesserungen. Aber das ist jetzt original Ingame-Material. Also so könnte es bei euch später eventuell sogar noch in der Stufe besser aussehen. Und das finde ich schon extrem krass, Leute. Wie die Sonne durch die Bäume da durchscheint, und man hat diesen, wie ich schon im letzten Video erzählt habe, diesen morgendlichen Dunst, der von den Wiesen aufsteigt nach oben hin, und dann entsteht ja so eine Art Nebel. Das ist dieses neue Wetterschauspiel, was Giants mit einbringt. Sieht das krass aus. Okay, das ist jetzt mal in der Nacht gesehen, wenn es so ein bisschen dusel ist. Alter, das sieht ja schon fast aus wie ein Horrorspiel. Machen wir jetzt hier FSK 18, ich will's doch mal nicht hoffen, ne? Krass. Okay, also das ist jetzt mal so in der Nacht gezeigt, wie es in den Scheinwerfern aussieht. Das sieht schon extrem geil aus. Das dürfte eine BGA sein. Wir sind natürlich auch hier auf Maps vom LS25. Das ist jetzt nicht LS22 Map und LS25 Grafik. Das ist bereits die Map für den LS25. Ihr seht auch gleich ein bisschen Gameplay aus dem Reisanbau. Also das sah schon mal extrem geil aus. Dann gehen wir mal direkt rüber zu den Wolken. Es gibt ja so ein neues Wolkensystem. Also nein, nennt man das Wolkensystem? Nein, man nennt es eher Wetter. Es gibt ein neues Wetter. Na, wir hatten ja im LS22 so ein bisschen Regen, ich glaube mal ein Dönnerchen, ein bisschen Schnee. Und jetzt haben wir ja mittlerweile sogar hier, ich glaube, ich weiß nicht, Hagel vielleicht, aber Unwetter soll es ja auf jeden Fall geben.
Gewitter, Donner und Blitz. Und hier sehen wir jetzt mal so ein bisschen, das ist ein ganz kurzes Video, wie ich jetzt gerade auch gesehen habe. Hier sehen wir jetzt mal ein bisschen so die Wolken, die über die Felder streifen, dass man halt wirklich sieht, wie die Wolken auf dem Feld wiedergespiegelt werden. Ich möchte euch das mal kurz hier zeigen. Und zwar, man sieht es hier ganz gut, muss ich echt sagen, wie man einfach mal sieht, wie die Wolken über das Feld wandern und man wirklich die Struktur dieser Wolke erkennen kann, dass man genau weiß, die liegt jetzt gerade über dem Feld und die sieht so und so aus. Ne? Und darüber hängt ja die Sonne, die dann natürlich auch den Schatten auf das Feld widerspiegelt. Also man sieht es auf dem Feld, man sieht es auf den Feldwegen, man sieht es sogar stellenweise im Wasser, muss ich sagen. Das sieht schon echt vielversprechend aus. Also hier sieht man es eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil hier hat man drei Felder nebeneinander mit unterschiedlichen Sonneneinstrahlungen. Das hat schon echt was. Das sieht schon echt cool aus. Jetzt gehen wir mal drüber zur Performance. Die soll sich, also wir haben ja jetzt Giants Engine 10 mit drin. Dadurch ist ja das Modding auch ein bisschen anders. Das wird euch aber am Sonntag auch auf der FarmCon gezeigt. Wir haben jetzt hier die, also das Video nennt sich tatsächlich bei mir Performance. Ich habe das von Giant Software zur Verfügung gestellt bekommen. Möchte natürlich auch nochmal Dankeschön an Giant Software hierfür sagen. Es nennt sich tatsächlich Performance Optimations Pre-Show. Also die Performance, die optimiert wurde. Das ist schon mal geil. Also man sieht natürlich auch, ja, man sieht wieder, wie sich das Getreide mit dem Wind bewegt. Wind gibt es übrigens auch. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Video gehört hat. Man hört auch den Wind. Also hier muss ich sagen, ich gehe mal kurz hier drauf. Jetzt muss ich das einmal kurz wiederholen. Da mal, okay, Bäume. Ah, okay, ich verstehe auch diesen flüssigen Widerstand, okay. Und dass zum Beispiel hier im Feld sich Roggen, Weizen, Gerste, was auch immer es sein wird, Roggen, glaube ich, gibt es ja noch gar nicht, aber Weizen oder Gerste, sich natürlich wieder im Wind bewegen wird und auch wie man jetzt keine Verpixelungen sieht. Oh, das sieht schon echt geil aus. Aber ich will euch nicht lange auf der Folge schneiden. Wir gehen mal rüber ins Gameplay, Leute. Das ist original Gameplay und da muss ich jetzt mal dazu sagen, wir machen hier mal kurz einen Cut. Wir gehen mal kurz an den Anfang. Das ist original Gameplay. Ich möchte euch jetzt erstmal kurz oben rechts, seht ihr, wir haben wieder die Anzeige oben rechts. Sie wurde ein wenig angepasst. Ihr habt sicherlich mitbekommen, das LS25-Symbol ist grün. Dementsprechend haben wir jetzt oben rechts auch die grünen Symbole. Wir haben jetzt hier wieder von rechts nach links gesehen den Kontostand, danach die Spielgeschwindigkeit, was die Uhrzeit angeht. Die Uhrzeit ist direkt daneben, 16.40 Uhr. Dann natürlich, dass die Seasons nicht rausnehmen, ist ja wohl klar. Ne? Also ich denke mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, man kann es wieder aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, wer nicht mit Seasons spielen möchte. Wir haben jetzt hier August und wir haben strahlenden Sonnenschein. Wir haben in der Mitte wieder unseren Cursor, so wie ihr das hier sehen könnt, damit ihr auch wieder die Blickrichtung habt. Und das ist jetzt Original-Gameplay. Es ist noch nicht fertig, aber das sieht schon extrem geil aus. Guckt euch mal die Sonne an. Das wirkt so ultra-realistisch. Jetzt ohne Quatsch, Leute. Ich will hier nichts schlecht oder gut reden. Es sieht so verdammt gut aus. Jetzt haben wir hier unten rechts. Ach krass, es gibt sogar... Moment. Moment mal. Greenhouse for Rice Saplings. Ich bin echt eine Null, nein, nicht eine Null, aber ich bin echt nicht der Beste in Englisch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, sind das Setzlinge? Tatsächlich. Alter, ist das geil. Greenhouse Rice, Rice ist doch, oder Reese ist doch Reis, oder? Reissetzlinge. Wir haben tatsächlich ein Gewächshaus, um Reissetzlinge anzubauen. Das hatte ich auch gerade hier in dem... Wo ist meine Maus da? Das hatte ich auch gerade hier gesehen. Guckt mal hier rechts. Da ist der Wassertank und dahinter steht eine Palette mit Reissetzlingen. Das heißt ja, wir haben rein theoretisch die Möglichkeit, wir müssen nicht zum Shop fahren und dort Saatgut kaufen oder so, sondern wir können uns unser eigenes Gewächshaus bauen, platzieren und dort Reissetzlinge anpflanzen und züchten, womit wir dann die Möglichkeit haben, boah, ist das krass. Entschuldigung, ich komme gerade aus dem Staunen raus. Womit wir dann die Möglichkeit haben, durch eine Reissetzmaschine, die wir gleich im Gameplay sehen werden, den Reis anzubauen. Das habt ihr jetzt hier unten rechts. Ne? Owned by my farm, also es ist seins jetzt hier. Ich weiß nicht, wer das jetzt gedreht hat, aber es wäre dann euers. Es ist in Produktion, es ist ja ein Produktionsgebäude. Hat knapp 5000 Liter Wasser und 2 Liter Rice Saplings, also Reissetzlinge, produziert auf einer Palette. Die andere Palette scheint natürlich schon voll zu sein, deswegen hat eine neue begonnen. Aber das ist krass. Also ihr baut eigene Setzlinge an, um dann diese auf den Feldern auszubringen.
So, schöne Textur auf dem Boden. Man sieht Laub, man sieht Steine, man sieht Gestrüpp, man sieht kleines Gehölz. Da ist jetzt einmal hier tatsächlich eine ganze Palette mit Reissetzlingen. Oh mein Gott, das ist schon extrem geil. Im Hintergrund habt ihr Albert, Entschuldigung, ich gehe nochmal kurz zurück, damit ihr das kurz sehen könnt. Habt ihr einen Frontlader anbaut? Das ist der Fendt. Der hat die Albert Palettengabel vorne dran. Die kennt ihr aber auch schon aus dem 22er. Hier haben wir jetzt mal das Gameplay, was den Reis angeht. Also, wir haben ja die Möglichkeit, jetzt Reis anzubauen. Ihr müsst eure Felder fluten. Das sieht man jetzt hier gerade mal ganz gut. Leute, für mich absolut neues Gameplay. Ich habe es noch nicht angeguckt. Jetzt haben wir erstmal hier links zum Beispiel die Flutanlage, um euer Feld zu fluten. Weil Reis muss wirklich in Wasser schwimmen. So, und jetzt gehen wir mal kurz auf die Anzeige. Boah, sieht die geil aus. Die ist extrem gut gemacht. Auch wieder in grün. Wir haben oben drüber, also ich bin jetzt unten rechts an der Anzeige. Wir haben jetzt oben drüber wir sitzen in einer Anbaumaschine für Reis. Wir haben Dünger und Reis. Ist beides noch nicht drin, wird aber gleich gemacht. Und jetzt habt ihr da drunter Kilometer per Hour. Für euch wäre es dann km/h, Kilometer pro Stunde. Und die ist komplett neu überarbeitet worden. Wir haben jetzt hier so eine Art Balkendiagramm, sage ich mal. Da drunter die Gesamtlaufzeit des Treckers zum Beispiel und da drunter den Tempomaten, den wir einstellen können. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben rechts wieder Schaltung. Wir können also, denke ich mal, wie im LS22, warum sollte man das auch ändern? Wir können wieder bestimmen, selber schalten. Oder diese Halbautomatik oder Komplettautomatik. In dem Fall, das Gerät wird nur eine Vollautomatik haben. D, N und R. Daneben ist wieder der Service, das ist der blaue Balken. Und dieser gelb-orange Balken ist der Tankzustand. Und darunter ist ein GPS-Symbol. Das kennt ihr ja auch schon aus dem LS22. Man hatte ja die Möglichkeit, seine Maschinen über einen Helfer selbst zu einem bestimmten Punkt fahren zu lassen. So, die Setzmaschine wird mit Reissetzlingen selbst hergestellt oder bestimmt im Shop gekauft. Könnt ihr, denke ich mal, beide Varianten ausüben. Befüllt. Und dann geht es jetzt hoffentlich auch ins Feld, dass ihr das mal sehen könnt. Aber das sieht schon sehr geil aus, als wieder auch dauerhaft dieses Feld mit Wasser geflutet wird. Da bin ich ja noch sehr gespannt, wie das Ganze angelegt werden muss. Also ob man quasi ein Feld kauft und es dann... Boah, das mit dem Wasser sieht aber auch schon wieder gut aus hier. Ob man es dann, weiß ich nicht, direkt fertig hat oder ob man dann, weiß ich nicht, irgendwas platzieren muss, damit das Feld mit Wasser geflutet wird. Das werde ich euch aber auf jeden Fall im exklusiven LS25 Livestream Preview, sobald ich das Spiel habe, zeigen. Da dürft ihr auch Fragen stellen bis zum geht nicht mehr. Ich bin ja echt gespannt, wie das funktioniert. Ob man, also man soll ja das Feld selber fluten können, aber guckt euch mal diese Wellen an. Das sieht schon extrem gut aus, wie vorneweg die Welle weggeschoben wird. Boah, das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Ich gehe da nochmal ganz kurz zu dem Gameplay. Also das sieht schon extrem geil aus, wie die Welle vorneweg... Schaut mal, ne? Je schneller ihr fahrt, desto mehr Wellen kommen da. Und es ist auch extrem geil gemacht. Er steht ja hier. Schaut mal im Hintergrund. Man sieht, dass das Wasser nicht ruhig liegt, sondern ein bisschen am Flackern ist. Es ist immer ein bisschen Bewegung drin. Das sieht schon extrem gut aus, muss ich sagen. Schöne Maschine. Wir haben dann jetzt hier rechts, wie gesagt, auch die Umdrehungsanzeige. Ne? 1900 Umdrehungen macht die jetzt. Mit 7 km/h, nennt es wie ihr wollt. Und wir haben ja Reis gefüllt und Dünger nicht. Aber das sieht schon extrem gut aus. Okay, wir gehen mal rüber zum nächsten Gameplay. Hier geht es nämlich jetzt um die Reis. Geht es hier um die Reisernte? Nee, Sojaboden. Okay, allgemein, wir haben jetzt hier ein Sojabodenfeld. Das sehe ich unten rechts. Sown Beans, ne? Noch im Wachstum. Wir haben wieder einen Feldbonus. Wir machen einfach mal kurz Stopp. Und zwar, kennt ihr auch schon LS22, ne? Farmland ist dann die Nummer, wem es gehört. Dann, was dort drauf angebaut ist, in welcher Wachstumsstufe es ist, was ihr für einen Feldbonus habt. Ihr könnt ja über Grubbern, Pflügen, Düngen etc. pp. Einen Feldbonus erwirtschaften. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze später abzuernten. Man sieht hier auch wieder schön das Gras, wie sich bewegt. Ich denke mal, man hat jetzt gerade mal nach unten geguckt. Viele hatten sich ja auch irgendwie gewünscht, dass man seine Füße sieht von seiner Person, wenn man nach unten guckt. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir haben aber hier ein Iseki, ein Japan 6130. Ein Iseki. Krass.
Das sieht echt cool aus. Also Japan würde ich sagen, made in China oder made in Japan. Das ist ja mal ein kleines und süßes Teil. Ne, es ist die Reisernte. Ja, natürlich ist es die Reisernte. Warum erzähle ich da was von Sojabohnen? Aber jetzt mal ernsthaft, da stand doch Sojabohnen. Cool. Ach, da scheint irgendwann ein Übergang zu sein. Weil guck mal, hier steht Crop-Typ Sojabohnen. Und wenn ich jetzt ein bisschen weitergehe. Hier, da. Hier steht jetzt Crop-Typ Rice. Also ich habe nichts Falsches erzählt, aber es wird tatsächlich jetzt Reis geerntet. Vielleicht hat er auch das Feld dahinter registriert, ich weiß es nicht genau. Jetzt gehen wir mal wieder zu dem Gameplay rüber. Denn jetzt sieht man hier mal so ein bisschen die Reisernte. Ich kann mir vorstellen, warum das in Japan heißt, weil wir gehen ja in den asiatischen Bereich rein. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das auch schon ein Teil der asiatischen Map ist. Ne? In der ja tatsächlich der Reis auch angebaut werden soll. Es wird auch garantiert auf anderen Maps möglich sein. Aber das Ding sieht schon extrem gut aus. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen das Gameplay ein bisschen leiser machen. Ach, krass. Das heißt, der Reis hat jetzt auch komplett das Wasser abgezogen. Wir haben jetzt wirklich einen sauberen Untergrund. Man sieht wieder eine schöne Ablage von dem, was überbleibt. Man sieht wieder, wie schön, jetzt in dem Fall neu, der Reis eingezogen wird. Boah, das sieht ja echt geil aus. Oh mein Gott, ich habe mir noch nie so einen Reisanbau angeschaut. Also das sieht schon, muss ich sagen, das sieht schon wirklich extrem gut aus. So, wir haben wieder diese Art Strohablage, sag ich mal, die Überreste, Halme und sonstiges, die überbleiben, die wieder aufs Feld fallen, die auch gleichzeitig als Dünger oder zum Düngen sorgen könnten. Wir haben hier vorne weiß zu sehen, dann natürlich das Entladerohr. Man sieht aber leider im Hintergrund noch nicht mehr. Aber was heißt noch nicht mehr? Da kommt ja noch ein bisschen was. Ich habe noch ein Gameplay für euch. Und zwar haben wir jetzt hier den New Holland in... Ah! Jetzt haben wir Long Grain Reis. Okay, also... Ich bin echt nicht der Reistyp. Für mich ist es jetzt so... Eine andere Art von Reis. Also in einem wohl höheren Wachstum, was wir dann wie beim Weizen dreschen können. Weil das eben... Deswegen auch extrem kurzes Gameplay. Das hier eben ist tatsächlich, das nennt sich ja wirklich einfach nur Reis. So. Und das sieht ja hier auch ganz anders aus, weil das sieht, das erinnert mich so ein bisschen an Pappelernte zum Beispiel. Da wird ja das auch so eingezogen. Das ist eine ganz andere Art, wie was wir jetzt gerade hier in dem Gameplay gesehen haben. Lad es. Hier haben wir nämlich jetzt lange Reiskörner. Langer Reis. Ja, Long Grain Rice. Also. Anscheinend eine weitere Wachstumsstufe, was die Reisernte angeht, was wir dann mit einem stinknormalen Drescher ernten können. Ja, die 8 Millionen da oben rechts hätte ich gerne auch auf dem Konto. Dankeschön. Geil. Auch hier wieder sehr schöne Animation, was der Auswurf von den Überresten hinten angeht. Das ist schon echt geil. Okay, wir haben hier innen drin auf dem Bildschirm, wie ihr oben rechts seht, allerdings leider ohne Funktion, aber wir haben natürlich wieder die Innenansicht. Nein, man sieht sein Mannequin nicht auf dem Stuhl sitzen, aber das ist jetzt Gameplay, was die Ernte angeht. Das kennt ihr ja eigentlich auch schon aus dem LS19, aus dem LS22, wo ich echt sagen muss, wo sie mit Punkten, wo so bei mir persönlich jetzt sich das Dreck anspricht, wie krass realistisch das mittlerweile aussieht, ist dieses neue Wetterverhältnis, dass da wirklich die Sonnenstrahlen durch den Baum durchscheinen und das ultra realistisch aussieht. Also das ist schon echt geil gemacht, wirklich, Leute. So, wir machen mal eine kleine Rundreise. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen und kurzes Gameplay, was die Map angeht. Giants will natürlich auch noch nicht zu viel zeigen. Erstens ist es noch nicht fertig. Zweitens, das Spiel ist noch nicht veröffentlicht. Drittens ist es erstmal die FarmCon. Das Spiel wurde vor wenigen Tagen erst überhaupt angekündigt. Aber dass wir jetzt schon hier echtes Gameplay bekommen, das finde ich schon extrem gut. Also das sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus. Das sind kleine Zusammenschnitte. Ich denke mal, es ist auch die asiatische Map, aber auch hier, wir sind jetzt, denke ich mal, hier ungefähr am frühen Abend. Es sieht einfach sehr schön aus. Hier vorne alles hell, nach hinten hin wird es immer dunkler. Klar, in die Ferne gesehen ist es wie im 22er. Es verblasst ein wenig. Das habt ihr auch in der Realität, ne? Ihr guckt ja weit in die Ferne, aber irgendwo erkennt ihr nichts mehr. Wir haben hier jetzt mal schnell einen Shop. Ich gehe mal ein bisschen leiser, damit ihr mich noch verstehen könnt. Wir sitzen jetzt hier in einem MF.
hatten den Shop, hier ist wieder eine Tankstelle, ihr müsst natürlich eure Traktoren auch wieder tanken. Könnt ihr ruhig mal die Rundumleuchten anmachen. Ich würde gerne die Reflexionen sehen. Wir haben hier verschiedenste Verkauf- und Kaufstellen, wie den Viehhändler unter anderem. Wir haben hier, ja, das ist der, nee, das ist sogar, das dürfte sogar ein Kuhstall sein, wenn ich das richtig sehe. Kuhstall, Schafstall, links, wow, da habt ihr schon wieder was Neues. Schaut euch mal links den Mistbunker an, wie der am Dampfen ist. Seht ihr das? Ich gehe gerne noch mal ein bisschen zurück, direkt schon wieder, guckt mal links, wie der Mist am Dampfen ist. Es ist ja realistisch gesehen, ne? Der stinkt nicht nur, der dampft auch. Habt ihr gesehen? Guckt mal. Richtig cool. Also auch da jetzt eine Überarbeitung im Vergleich zum LS22. Sieht nicht nur nach Mist aus, sondern könnte jetzt sogar fast nach Mist riechen, wenn es, Giants hatte doch mal so einen April-Scherz gemacht, ne? So ein Duftdingen, was man sich per USB an den PC anschließen sollte, und dann kommt da im Spiel drüber gesehen der Duft von den Kühen und so rüber. Das war so ein geiler April-Scherz. Wir haben jetzt hier nochmal ein wenig eine Map, ich denke mal auch asiatischer Bereich, mit einer kleinen Fähre. Kann man die nutzen? Muss ich direkt mal ausprobieren. Flüsschen sind wieder mit dabei. Wir können natürlich wieder durch die Landschaft laufen. Wir haben die ein oder anderen Brücken. Große Bäume, kleine Büsche, große Büsche. Wir können natürlich auch wieder Gras mähen. Hier haben wir ein kleines Schlauchboot. Sehr schön. Hier geht es einmal so ein bisschen durchs Wasser. Und ich muss sagen, ne, diese Reflexion und so, das sieht schon sehr schön aus. Und das ist halt noch nicht final. Also das kann sich auch nach oben hin immer noch ein wenig verbessern. Das muss ich schon echt sagen, ist vielversprechend. Ich habe jetzt aber noch was für euch. Jetzt nicht wundern, jetzt bricht es ja wieder ab. Zack, wir gehen jetzt nochmal rüber. Weitere Map-Aussicht. Bergische. Ja, ich sehe auch neue Arten von Bäumen. Also hier vorne den Baum, den kennen wir schon aus dem LS22, aber hier rechts der Baum, der sieht, ja, sieht ein bisschen anders für mich aus. Die auch. Guck mal, geil, sogar so kleine Wanderwege. Da könnt ihr schön mit der Cross hoch und runter fahren. Man kann ja wohl mit einer Cross über den Map fahren, was den LS25 angeht, dass man sich eine Cross-Maschine kaufen kann. Da bin ich mal echt gespannt, wie viele hier langheizen werden und einfach mal ein wenig die Gegend erkunden werden. Also auch das sieht ganz, ganz anders aus. So, wo ist der jetzt hingesprungen? Ein Moment. Oh, Entschuldigung. So, Moment, ich bin einmal hier verrutscht. Ich spiele mal kurz hier ein bisschen vor. Da waren wir. So, Felder. Oh, was könnte das? Oh, das dürfte Spinat sein. Das dürfte Spinat sein, wenn mich mein Auge nicht trügt. Das sieht sehr schön aus. So, Wolkensystem oben. Wir haben wieder so einen Aussichtsturm mit dabei. Aber auch die Blätter sehen ganz anders aus. Das sieht einfach viel, viel lebensfroher aus. Ey, Leute, das ist doch der Wahnsinn. Also wenn ich mir das jetzt gerade nochmal angucken darf. Das ist sowas von schön. Da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Mega geil, Leute. Mega geil. Mega geil. Ich möchte es gerne nochmal ansprechen. Release des Landwirtschaftssimulator 25 ist für den November bekannt gegeben worden. Das Ganze erscheint auf PC und dem Mac. Wir haben die Möglichkeit PlayStation 5 und die neueste Xbox-Version hier uns zu gönnen. PS4 und die gleichwertige Xbox geht leider nicht leer aus. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Also es ist Xbox Series XS. Ich komme da immer durcheinander, weil ich habe noch nie eine Xbox gespielt. PS4 und Xbox One müssen leider auf den LS25 verzichten, aber PS5 und Xbox Series XS sowie der Mac und Windows dürfen sich drüber freuen. Vorbestellung, wie gesagt, über meinen Code sehr gerne. Erscheinungstermin ist der 12. November und ich werde euch natürlich nach wie vor up to date halten. Sobald ich weitere und neue Infos für euch habe, werde ich wieder Videos dazu machen, wie ich sehe, damit ich jetzt nicht wieder zu emotional werde. Dankeschön, dass ihr mein Comeback so feiert. Ich freue mich mehr als nur ein bisschen darüber. Ich bin euch da echt unendlich dankbar, dass ihr das so dermaßen feiert. Vielen Dank auch für eure Treue und dass ihr immer noch bei mir auf dem Kanal unterwegs seid. Und ja, es wird jetzt wieder weitergehen, losgehen, starten, Livestreams kommen auch. Wie gesagt, letztes Video gerne mal reinschauen, da geht es auch um die Preview-Livestream zum LS25. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Alle Infos zu FarmCon. Und auf der FarmCon gibt es natürlich für euch das ein oder andere noch mehr. Dazu gibt es ja auch mein Video, was ich euch schon die Tage gepostet habe. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen mit dem ganzen Programm für die, die hingehen können und ein Ticket haben. Ich glaube, es gibt sogar noch Tickets. Müsst ihr einfach mal
im Store schauen. Da gibt es, glaube ich, noch welche zu holen. Und ja, ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Intro-Videos und auf das nächste Gameplay-Material. Wer weiß, wann auch die ersten Factsheet-Daten kommen. Natürlich halte ich euch auch da auf dem Laufenden über die ganzen neuen Hersteller, die hier mit hineinkommen werden. Wir haben ja über 400 Maschinen im LS25 von über 150 Top-Marken. Ich freue mich sehr darauf, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tüdelü. Und tschüss.